So, meine Lieben, heute geht es weiter mit dem keltischen Baumhoroskop der Eiche, mit dem Begriff die robuste Natur. Sie gilt für das allgemeine und für das alleinige, allgemeine, alleinige Geburtsdatum vom 21. März. Alle, die an diesem Tag geboren sind, haben den Schutz der stolzen, starken und robusten Eiche. Der keltische Name für die Eiche ist Dair. Aus diesem Wort ist das Wort Druide abgeleitet. Für die Druiden galt der Baum als heilig. Und einmal jährlich schnitten sie mit einer goldenen Sichel die Eichelmistel, um damit ihre Rituale zu zelebrieren. Eichegeborene haben, wie ihr Baum in der Natur, robuste, imposante und starke Eigenschaften. Mit der Urkraft des Lebens gehen sie stolz und mutig ihren Weg. Angst vor Gefahren kennen sie nicht. Und so meistern sie jede Situation, die sich in ihren Weg stellt. Selten findet man so starke Menschen. Sie benötigen ausreichenden Freiraum und die Möglichkeit, führen und leiten zu können. Allerdings ist es auch möglich, dass sie durch ihr Wachstum körperlich und geistig eingeengt sind und dadurch immensen Aggressionen ausgesetzt sind. Ihr gefestigter Charakter aber ist ihre Stärke und sie haben einen großen Tatendrang. Ihrem Drang, nicht mittelmäßig zu werden oder zu sein, profitieren sie von ihren Ideen, welche für sie ein ungeahnter Reichtum ist. So stehen sie gern im Mittelpunkt, weil sie sich ihrer imposanten Ausstrahlung bewusst sind. Verlieren können sie leider nicht und werden sich niemals hinten anstellen. Diese negative Eigenschaft führt immer wieder zu Kritik und die muss sich der Eichemensch gefallen lassen. Damit kann er leider nicht allzu gut umgehen, sodass er sich in seinem Selbstwertgefühl verletzt fühlt. In der Liebe lieben Eichegeborene das Extreme. Während sie einerseits leidenschaftlich sind, neigen sie andererseits zu Gefühlsausbrüchen, wenn sie sich nicht richtig behandelt fühlen. Das eigene Bedürfnis sowie ihre eigene Sichtweite gelten dann mehr als die nötige Fairness. Eichemenschen sind beständig und mögen keine großartigen Veränderungen. Sie stehen mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Ja, man kann sagen, sie sind Gewohnheitsmenschen. Gesundheitlich haben die Eichegeborene das Glück, sehr gesund durchs Leben zu laufen. Sie jammern nicht und sind auch keine Arztgänger. Das ist also der Eichegeborene, der Unbeugsame und Starke. Als nächstes geht es weiter mit der Haselnuss. Bis dahin, herzlichst eure Deria.